in Lauterach. Der Herbert, der hat immer ein bisschen Probleme, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Kribbeln in die Hände. Und da er damals am Sulzberg wohnte, wir das Zimmer dort geschirmt hatten und er also einen tollen Erfolg hatte, jetzt in der Pension hier unten in Lauterach wohnt, im Kloster, hat er hier ein neues Zimmer bekommen und hat also dann so ungefähr ein halbes Jahr nach dem Einzug auch wieder über die gleichen Symptome, also das heißt über die gleichen Beschwerden geklagt und hat er mich dann angerufen, hat gefragt, du Sascha, kannst du nicht mal kommen und mal da nach dem Rechten schauen. Da haben wir eine Messung gemacht und haben also große Probleme festgestellt betreffend der Stromsituation und das wollen wir also heute beheben. Wenn wir es also schon einschalten, dann geht das dementsprechend schon los, gell? Man sieht also, normalerweise sollte der Zeiger im grünen Bereich sein. Wir sind noch gar nicht an den Wänden dran. Da haben wir schon Belastungen, da rattert schon das Messgerät los, gell? Und wenn ich also jetzt hier zum Beispiel in den Schlafbereich hineingehe, da haben wir also jede Menge Strom draufstehen. Schaut's. Jetzt machen wir die Lautstärke ein bisschen niedriger, gell? Dann greife ich hier oben an den Draht ran, ja, und dann sieht man also, wie gleich diese Zahl in die Höhe schießt. Ja, man hat sogar auch ein bisschen Radio im Hintergrund. Und das ist natürlich viel zu viel. Also wir sollten schauen, dass wir Werte nachher bekommen, wenn es ganz gut läuft, dass wir unter 30 drunter sind. Ich weiß noch nicht, ob es genau klappt. Gell? Aber wir bemühen uns. Der nächste Schritt, dass wir jetzt anfangen zu malen. Wir möchten gerne also diese eine Wand hier malen und dann dieses Feld da oben an der Decke, gell? Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir jetzt die Sicherung rausschalten. Dann machen wir jetzt die Sicherungen raus, die angezeichnet sind, gell? So, abgeschirmt wird mit einer speziellen Abschirmfarbe. Ja, da ist Graphit drin. Das wiederum bewirkt also, dass die Farbe elektrisch leitend ist, dass wir Hochfrequenz und Niederfrequenz abschirmen können. Seht ihr das? So. Ja. Ja. Versteht's, ja? Ja, da ist ein 900 sogar manchmal. So, jetzt gehen wir hinein. Mario, kannst du uns gerade ein bisschen aufmachen? Sind wir schon mal bei 80, 90? Ja. Kein Vergleich. Also bis auf 30 kommen wir jetzt nicht runter im Maximum. Ja. Und der Herbert, der darf jetzt auch nochmal hingreifen. Vorne an das Drähtle. Ja. Genau. Ja. So. 23. Also, da haben wir jetzt 20. Ja. Also super Werte. So, gut so. Super Werte, genau so wie wir es eigentlich haben wollen. Ja, ja, prima. Freut mich. Und wie fühlst du dich? Ja. Wunderbar, ha? Ja, wunderbar! Ja. Mhm. Wo stand die genau? Da am Schreibtisch. So, guck mal, das ist jetzt schön. Und ein Bett. Dann haben wir jetzt den